Okay. Ich will hoffen, dass die eine Flitzpiepe von jetzt gerade hier immer ihren Kreis läuft. Dass wir die uns hier vorne packen können und erledigen können. Ich könnte jetzt zwar eine Flasche schmeißen, aber damit habe ich gleich was anderes vor. Okay, da ist er. Okay. Weil dann packen wir uns die nämlich von hinten und dann ziehen wir da eins über den Leder. Okay. 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 Das hat jetzt nicht ganz so geklappt. Dann machen wir es mal eben so, wir bleiben in Bewegung. So, holen uns von der die Munition. Von der die Munition. Okay. Ja, war jetzt auch eine Taktik, ne? Problem ist, jetzt haben wir die aufgescheucht. Und jetzt streuen die natürlich hier überall in der Gegend rum. Okay, jetzt sind zwei wieder da vorne im Raum. Das ist nämlich gut. So, und der dritte Küt. Und ab dafür. So. Ich will hoffen, dass wir jetzt alle vier auf einmal. Ne, haben wir nicht. Und da vorne die. Okay, brennt doch. So, rein theoretisch dürfte es jetzt nur noch die Enif sein. Krack, 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 krack. Die Geräusche sind total lustig, die die machen. Drei haben wir erwischt. Okay, die kommt. Nicht. So. Und dir klopp ich eine rein. So, zack. Heiowei. Na, so heftig muss es aber auch nicht sein. Das war das. Okay, das war das. Aber die Knauserer haben hier nichts gedroppt. Aber wir hatten zwei Schuss von der. Genau, von der hier. So, direkt mal nachgeladen. Sehr schön. Den lass mal erst noch aus. Also nicht wundern. Mache ich noch nicht an. Aber eins, zwei, drei. Okay, alles klar. Ich wollte auch sagen, es waren noch vier, die uns hier entgegengeschossen kamen. Denn der Generator wird Krach machen und bevor wir hier Krach machen und unter Umständen vielleicht nochmal schlafende Hunde wecken, bereiten wir jetzt erstmal alles für unsere schnelle Abreise vor. Okay, da steckt die Machete noch drin, die wir leider verbraucht hatten. War dann doch nicht, dass wir die noch dreimal anwenden konnten. Haben sie doch schon öfter angewendet, als ich gedacht habe. Auch sehr schöner Ausblick. Schön aufs Footballfeld. Ja. Kannst jetzt nicht mehr ganz so barrierefrei Football spielen mit den ganzen Bäumen und Sträuchern da auf dem Spielfeld. Aber sieht trotzdem noch toll aus, oder? Und das ist, glaube ich, der Gebäudekomplex, wo wir hinwollen.
Aber sehr malerisch. Sehr schön. Gefällt mir. Okay, das war's. Soweit, so gut. Zwei Munition, zwei Schuss für den Revolver gefunden. Das ist auch schon mal gar nicht mal so schlecht. Aber ich hätte mir doch hier das ein oder andere Utensilchen noch gewünscht. Aber ist halt kein Wunschkonzert, ne? So, wir schmeißen mal die Kiste an. Und Yibi. Und nochmal. So, und jetzt müsstet eigentlich hinhauen. Okay, hier bricht gerade nicht die Hölle los. Haben wir hier sehr wahrscheinlich Ruhe. Und auch nur ein klein wenig von der Gesundheit eingebüßt. Ja, wir kriegen jedes Mal noch eine gelatzt. Also das ist wirklich sehr schwer, von denen nicht dann doch noch eine geschossen zu kriegen. Das geht ganz schnell. Aber das hat uns ja zum Glück nicht wirklich viel von der Gesundheit gekostet. Also kann man das... Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Hallo. Das wäre cool. Glaube ich. Ich wollte irgendeinen Gedanken fortsetzen, habe ich aber schon wieder vergessen. Na, seht da mal. Und auf das Tor. Was wolltest du werden? Oh. Ja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Oh, nö. Okay, das hier ist eine Sackgasse. Auch hier, je weiter wir kommen, umso schöner wird's. Ja, klar, die Gebäude sind nicht mehr ganz so gut in Schuss. Egal. Aber hier, wie die Sonne da über dem Gebäude steht, es sieht doch toll aus. Auch hier mit den Schmutzpartikeln auf der Kameralinse. Das sieht alles schon echt toll aus. Liegt da irgendwas? So, Ellie, jetzt bleib mal hier in der Ecke. Jetzt lauf nicht direkt wieder woanders hin. Rutsch mal. Rutsch mal. Los, mal Platz, ey. Ich komm. Okay. Das ist ein Bereich, den können wir uns doch näher angucken. Da hatte ich gerade gedacht, das wäre eine Tür, die wir aufbrechen können. Aber, wer weiß, vielleicht finden wir ja noch eine. Ist schon länger her. Wo wir die letzte gefunden haben. Und theoretisch hätten wir noch Ressourcen, um uns ein Messer, ein vollwertiges Messer zusammenzubasteln. Nee, okay, das war's. Moment, Moment. Oder die Tür. Die ist jetzt gar nicht kontrolliert, nein. Rutsch doch mal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, war das vielleicht eine blöde Idee? Mit dem Messer, dass wir das nicht da verbessert haben? Weil wir müssen ja immer ein ganzes Messer dafür opfern. Aber ich glaube, das hat darauf keine Auswirkung. Das hat, glaube ich, nur was mit den Klickern zu tun. Stand ja auch da mit den Klickern, ne? Also ich weiß es nicht. Ist egal. Wir haben uns jetzt entschieden. Aber ich war jetzt gerade am Zweifeln. So, Ellie reitet jetzt eh nicht weiter, weil die da vorne über die Barrikade müsste. Das tut sie nämlich nicht. Soweit ich informiert bin, sagen wir mal so. Okay, da kommt der Joel nicht drüber. Ja, das ist natürlich schon schwer, über so einen Riesensteg drüber zu steigen.
Und ich habe Schiss, hier irgendwann mal im Level hängen zu bleiben. Ist mir auch schon öfter mal passiert. Rutsch doch mal. Okay. Dann wollen wir mal kurz den Rückwärtsgang einlegen. Einmal uns um 180 Grad nochmal drehen. Und damit schön mit voll Karambarillo. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Okay. Okay. Ei, das sieht toll aus. Sehr schön. Aber Affen, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Die sind jetzt hier in der Natur natürlich nicht zu unterschätzen. Verhält sich da genauso mit den Hunden, wenn die wild sind. Oh, 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 oh. Okay. Machen am Abgang. Sind auch keine Paviane. So, das ist schon mal gut. Denn gerade bei Pavianen, da musst du echt aufpassen. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Okay, aufs Spielfeld können wir nicht. Das ist schade. Das hätte ich jetzt gerne abgesucht. Ja, das war Eddies erster Affe. So, ich weiß, das ist hier. Ich glaube, das ist da vorne. Ein Bereich gibt, wo wir ins Gebäude können. Ich meine, da vorne geht's im Spiel weiter. Und soweit ich mich entsinnen kann, ist auch irgendwas hier vorne an dem Brunnen. Oder an dem ehemaligen Brunnen. Ist ja jetzt nicht mehr wirklich noch groß als Brunnen zu erkennen. Aber ich meine, hier wäre nix. Okay, ich habe gedacht, da könnten wir rein. Können wir aber nicht. Okay. Da geht's, glaube ich, weiter. Da wollen wir aber erstmal rein. Los, rutsch. Okay. Lieferwagen. Hinhocken? Genau. Da liegt was drin. Okay. Klingen. Sehr schön. Rutsch mal. Okay, dann schauen wir nochmal hier in die Ecke und dann gehen wir ins Gebäude. Ich meine, da müssen wir auch aufpassen. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine ja. Genau, wir können von hier aus nämlich ins Gebäude rein. So, das machen wir jetzt auch mal eben. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Treffen wir hier auf Gegner? Ich weiß es nicht. Wir sind einfach mal vorsichtig. Kann er nicht schaden. Aber das ist jetzt hier kein Level, wo man ganz klar erkennen kann. Okay, das ist jetzt hier ein Abschnitt, wo man kämpfen muss. Und das ist hier so ein reiner Adventure-Abschnitt. Okay, hier ist ein Raum. Gegner sind hier nicht. Aber hier haben sich Menschen auf jeden Fall schon mal für eine längere Zeit einquartiert. Da liegt ein Buch. Medikits sind jetzt 67% stärker. Jawoll. Und direkt mal ein paar Teile. Der war direkt mal reichlich entlohnt. Da sind Pillen. Teile. Aber da finden wir verhältnismäßig
gefühlt immer mehr, als wir jetzt hier an ja, Materialien, an Crafting-Materialien finden. Okay, da ist noch eine Schublade. Oh, da hätte man beinahe 10 Pillen übersehen. Ja, ist ja... ist ja ein Teufelskreis, das war es aber auch schon. Gehen wir wieder raus, da steht irgendwas an der Wand. Joel? Genau, danke. Okay, ich habe jetzt gedacht, der Joel, der könnte jetzt hier nicht mehr hoch. Okay, da rüberspringen werden wir nicht schaffen. Dann gehen wir hier nochmal rein und gucken hier vorne nochmal. Vielleicht geht es ja noch eine Etage höher. Ja, geht es, aber die führt nirgendwo mehr hin. Okay, alles klar, dann war's das. Okay, genau, da geht's jetzt weiter. Guck mal hier mal. Ich denke mal, das ist das alte Verwaltungsgebäude. Die Haupthalle, okay. Okay, da geht's auch weiter. Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Doch, jetzt wisst ihr auch, warum ich die Untertitel eingeschaltet habe. Ohne Untertitel hätte jetzt der Joel für uns einfach nur Selbstgespräche geführt. Ellie hat was gesagt. Ich meine, Joel, der hat megamäßig adlergute Ohren. Und Augen auch. Der hat das jetzt gehört. Ich sehe Ellie noch nicht mal. Wo ist sie denn hin? Die ist doch bestimmt schon weiter. Die alte Flitzpiepe. Oder hinten. Ist das da hinten unser Pferd? Ich kann es nicht erkennen. Ja, da ist Ellie. Alles klar. So, wir gehen aber jetzt nicht direkt hier vorne. Gut, mal. Also von hier aus, sondern wir gehen von der linken Seite aus in dem Bereich. Genau, nämlich links können wir nämlich nicht weiter. So hatte ich es nämlich auch in Erinnerung, weil ich glaube, rechts müssen wir weiter. Aha. Ich seh's. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Ja, mehr oder weniger. Rein theoretisch wäre es besser, wenn wir hier auch mal einen von den Fireflies sehen würden. Außer die Hinterlassenschaften. Da haben wir bis jetzt sonst nichts gefunden. Okay, da ist das Tor, wo wir weiter wollen. Okay, dann ist es eigentlich egal gewesen, wie wir das gemacht haben. Hätten wir auch von da aus hingekonnt. So, jetzt möchte ich aber doch mal versuchen. Okay, da geht's nicht. Können wir da hoch? Können wir nicht. Okay. Okay, der Joel, der steigt auch immer übers Mäuerschen. Das heißt, da können wir ja dann auch nicht irgendwie vielleicht ein bisschen höher. Ich möchte gerne nach vorne, hier aufs Dach. Aber ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen. Das ist zu hoch für Joel. Nee. Nee, okay, kommen wir nicht hin. Und wie wir sehen, ist hier ein Raum, wo wir rein können.
Genau, da wären wir hergekommen. Und das war's auch. Okay, alles klar. Da ist noch ein Firefly-Zeichen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir hier irgendwie rein können. Können wir hier rein? Nein. Okay, dann müssen wir da vorne durchs Tor. Okay. Wird wahrscheinlich ja, ist aus, war klar. Müssen wir den Generator wieder anschmeißen. Pass gut auf. Okay. Du auch. Das sieht doch da vorne schwer nach Pillen aus. Jawohl. Also verhältnismäßig haben wir jetzt hier diesbezüglich schon ziemlich viel gefunden. Könnte man gleich auch rein theoretisch nochmal eine Bestandsaufnahme machen. Okay, da ist eine Karte. So. Ich frage mich immer, kann man da wirklich was draus erkennen? Also ich erkenne da jetzt nicht so viel. Aber geben die vielleicht einen doch Hinweise auf irgendwas? Ich sage ja, ich erkenne da jetzt nicht so viel raus. Und da ich dann so immer alles absuche, ist mir das dann aber auch immer ziemlich herzlich egal. Also ich finde, eine Karte bei Resident Evil ist informativer. Aber da kann man sich ja rein theoretisch auch quasi nur mit Karte richtig orientieren. Okay, da geht's nicht weiter hoch. Gucken wir mal, vielleicht finden wir doch... Na, ist nichts. Okay, alles klar. Okay. Okay, ich weiß, wo wir sind. Okay, ich weiß, wo wir sind. Ah. Oh. Okay. Ich glaube, gleich geht's hier runter in den Keller. Hier müssen wir aufpassen. Okay, da sind Lumpen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir basteln uns einen Molotow-Cocktail zusammen. Alkohol bräuchten wir mal. Ja, rein theoretisch, wir sind hier auf einer Uni. Müsste doch alkoholmäßig doch einiges gebacken sein. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier kein Alkohol liegt? Okay, das ist für die Tür. Das ist eine Schublade. Das ist eine Notiz. Die gucken wir uns kurz an. Wie lange ging das wohl gut? Pillen. Oh Mann, Pillen, 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 aber kein Alkohol. Was ist denn das hier für eine Uni? Vorne sind schon Sporen. Okay, ich glaube, hier oben sind wir sogar noch safe. Da liegt auch nichts drin. Auch wieder nur Teile. Ich meine, das ist schön, dass wir sowas finden, aber ich würde jetzt sehr, sehr gerne noch mal ein ganzes Fläschchen Alkohol finden. Verdammt, Sporen. Ja, ich hab's mir gedacht. Nee, hier ist kein Alkohol. Das ist ja Käse.
Wir müssen nämlich da jetzt gleich runter. Da unten, das wird jetzt echt... Für euch spaßig, für mich nicht. Okay, rein theoretisch. Ich weiß, wir brauchen zwei Mollys, mindestens. Müsste das jetzt hinhauen, so wie ich mir das vorstelle. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir hier auch alles richtig machen. Wir haben noch unseren Flammenwerfer und wir haben noch unser Jagdgewehr. Okay, ist alles, was wir ins Feld führen. Mehr haben wir nicht. Okay, wir haben keine Flaschen, obwohl nur müsste da unten bestimmt irgendwo was liegen. Bye.